So, Eligos, der Zweite. So, ich habe einen Dämon beschworen. Was? Ach, da war noch ein kleines dummes Vieh, was ich mich erwischt hat. Hab ich gesehen. Oh wait, du bist auch ein Gegner. Junge, komm zurück. Ich boxe ständig aus dem Bild raus. So, weg. Oh. Irgendwie ist der Boss sehr unspektakulär gestorben einfach. Oh, Goldklumpen. Nehmen wir mehr Kürbis. So. Er war einfach dead. So, das war Nummer 2. Ketzer besiegt. Haben diesmal jemanden mitgenommen eigentlich? Ja. Heißt, können wir gleich 2 Leute indoktrinieren. Wie sieht der Hunger aus? Nein, lass mich in Ruhe. Hunger sieht wieder so ein bisschen weniger cool aus. Oh, ist auch schon alles. Nehmen wir auch mal einmal alles mit. Ich hab gleich auch wieder voll. Kann wieder irgendein neues Gebäude leisten, was ich nicht brauchen werde. So, sammeln die hier nicht jetzt auch irgendwie Hingabe? Oh, du brauchst neue Samen. Bitteschön. Du brauchst auch noch ein paar neue Samen. Bitteschön. Und. Ah, da. Der hat ein bisschen gesammelt. Wait, habe ich nicht 3 von diesen Totems? Oh, ich hatte kein Geld mehr für das dritte. Oh, und mein Steinding ist kaputt. Moment. Dann müssen wir einmal eben schnell mal ein neues hinsetzen. Baut das bitte jemand eben schnell. Okay! Laufen einfach alle sofort hin. Lass uns das aufbauen. Cool. Moment, ihr könnt direkt da unten bleiben. Macht mal weiter. Nehmen wir schnell mal mein Gold mit. Oh, wait. Schon wieder einmal zu wenig gedrückt. Und dann noch ein bisschen Holz. So, und dann kann ich jetzt auch das eine Erntetotem noch bauen. So. Elva, danke für 61 Monate Treue. Super geil von dir. So, ich baue einfach nach und nach alles. Ich brauche hier jetzt eh nichts mehr hier. Ist nämlich genug Platz, dass alle beten können. Ja, ich glaube, mehr kann ich aber auch gar nicht machen. Damit noch mehr beten. Das Ding ist ja schon auch voll aufgerüstet. Oh, das Ding ist auch kaputt. Dann brauchen wir da auch nochmal ein bisschen mehr Stein. Oh, ich habe 646 Steine, das reicht ja easy. So, einmal nochmal alle hin. Ich sehe gerade, meine Propagandamaschinen sind aus. Einmal wieder alle anschalten. Was? Seth? Was willst du? Verzeih mal, Anführer, einige Kreaturen sind gekommen und suchen Zuflucht in unserem Kult, aber sie sind krank. Sollen wir sie beitreten lassen? Ja, komm. Schnapp ich mir gleich mal. So, und dann einmal aufwerten. Heißt, wir haben jetzt 4 neue Leute. Wen haben wir denn aktuell im Kult jetzt aus dem Wachdienst? Lass mich kurz mal durchgucken. Alex ist da. Eve ist da. Gracie und Melly. Heißt, Ale, Stella und Leo.
Aber euch gab's ja schon mal, ne? Ich gebe den jetzt einfach random Namen. Wir benennen die jetzt einfach durch. Ja, irgendwer war auch noch gestorben. Ja. Ich benenne die jetzt einfach durch. Auf Japanisch. Mit Go am Ende. Also Ichigo, Nigo, Sango. Stimmt, Leo hat uns verraten. Da war ja was. Das heißt, die kann ich auch nicht wiederbeleben, ne? Gab es das nicht auch in irgendeinem Fire Emblem-Spiel, dass die dir einfach dann irgendeinen Namen dahinlegen? Die jetzt schon... Ah ja, die haben den schon dahingelegt. Moment, lass mich mal kurz gucken. Ah, ich kann da wahrscheinlich aktuell gar nicht wiederbeleben, ne? Doch, ich könnte schon wiederbeleben. Ja, Moment. Dann kann ich schon mal jemanden aus dem Wachdienst schon mal wiederbeleben. Aber ich glaube, wir hatten da noch jemanden. Oder? Doch, da. Da ist doch Leo. Und Stella. Dann können wir Leo und Stella erstmal zurückholen. Komm, Leo, du hast uns damals verraten. Wir geben dir eine neue Chance. So, wo ja ihr alle gerade hier seid. Gebt mir euer Geld. Wobei, Moment. Bleibt alles hier. Wir müssen noch ein Ritual durchführen. Kommt mal fressen. Ja, nur Ali ist nicht wiederbelebbar. Und Wogge, glaube ich. So, sind auch alle wieder schön satt. Aber es gibt Neo-Woggle. Ali, weißt du was? Dann machen wir aus Sparkles. Sparkles ist der perfekte Name für dich. Du bist dann Neo-Ali. So. Die Farbe passt perfekt zum Chat. Du bist eiferer und träge. Bitteschön. Dann haben wir Ali auch zurückgeholt. Ali ist jetzt eine Giraffe. Genmaterial raffinieren. So. Und die Kranken. Du bist jetzt nun Nigo. Müssen wir dich gleich auch noch eben reparieren gehen. Und du bist jetzt Sango. Nein, nicht du. Du da. Also Ichi und Ni sind einfach nur 1 und 2. Und das ist halt eben die Nummer 3. Hallo Sango. Weil mittlerweile hatten wir, glaube ich, die meisten schon durch im Chat. Dementsprechend benenne ich die jetzt einfach nur noch durch. So. Sehr schön. Alle wieder gesund. So, denn meine Güte, ihr betet einfach viel zu schnell. Ich glaube, unsere Leute haben einfach nichts zu tun. Was? Will irgendjemand was? Sango? Nee. Die Sache ist, was könnte ich jetzt noch bauen, um den Leuten ein bisschen Beschäftigung zu geben? Einfach noch mehr Felder zum Arbeiten? Wahrscheinlich, ne? Das Internet. Einen Beichtstuhl. Ich glaube echt, ich gebe den einfach mehr Felder. Machen wir mal hier unten noch. Moment. Was? Achso, ja stimmt. Neo Seth, das ist noch Belohnung für mich. Was? Achso, Seiden ist gerade abgekratzt. So. Erstmal alle gucken, was ist da passiert. Heißt, wir räumen hier unten mal ein kleines bisschen auf. Irgendjemand kümmert sich da oben schon sicher um die Leiche. Pest hat die Eigenschaft Todesangst. Ja.
So, räumen wir hier mal ein kleines bisschen um. Das Klo schiebe ich mal. Ja. Ich schieb's mal hier hin. So. Das Ding schieben wir mal hier zwischen die Klos. Weil, nee, lieber nicht. Ein bisschen weiter nach oben einfach, damit ich da unten ein bisschen mehr Platz habe. Die Pilzskulptur kann gerne hier hinten hin. Kann ich den Baum auch verschieben? Nein, wahrscheinlich nicht. So, dann habe ich jetzt hier unten ein großes Feld Platz. Dann nehmen wir jetzt einmal das hier und machen mal zwei Farmen hier hin. So, eine dahin. Oh, wie viel Reichweite hattet ihr jetzt? Bis zu dem Feld. Und eine dahin. Und dann machen wir noch ein paar Felder drumherum. Die hatte zwei Felder um sich, ne? Heißt, zack, zack, zack. So ungefähr? Ja, ne? Wobei, da muss eh gleich auch eins hin, aber da wollte ich meins nicht hinsetzen. Dann wiederum, die Farm ist leider auch nur wieder Arbeit für eine Person. Aber was soll's. Wieder kein Gras mehr. So, ein Farmtotem, damit die Sachen schneller wachsen. Zumindest so halb. Machen wir mal da eins hin. Da eins hin. Im Endeffekt werden die Sachen so bis dahin gehen. Das heißt, da eins hin. Und da eins hin. Dann werden die auch die Samensilos brauchen. Bei zwei Farmen am besten auch zwei Silos. Eins dahin und eins dahin. Dann werden die aber auch Düngersilos brauchen. Packen wir eins dahin und eins dahin. Vogelscheuchen werden die auch gebrauchen. Du hast vier Felder Reichweite. Müsste. Boah, Moment. Kann ich hier so ein Feld rausnehmen? Nee, kann ich noch nicht, weil es noch nicht gebaut ist. Ich muss dann gleich nochmal was da umändern, um neues. So ein neues Ding hinzumachen. So. Das dauert jetzt eh alles viel zu lange, um das alles aufzubauen. Also machen wir es eben schnell mit einem Ritual. Beziehungsweise, nee, bevor ich das mache, ich baue schnell noch ein paar andere Sachen hin, die auch gleich mitgebaut werden. So. Wir machen mehr Raffinerien. Weil die brauchen wir auch immer sehr häufig. Die mache ich mal. Moment. Zack. Das eine Klo muss da mal weg. Ja, hier direkt nebeneinander einfach. Dann habe ich hier so ein bisschen Platz für die Raffinerien. Dann packen wir da nochmal vier Raffinerien hin. So, eins. Zwei. Drei. Vier und in der Mitte gleich noch die Propagandamaschine. Ist das Ding überhaupt so? Ich nenne es so die ganze Zeit. Propagandasprecher, ja, ist das Gleiche. So. Okay. So, das Grundlegende ist jetzt schon mal dahingestellt. Leute, kommt mal kurz her. Es muss alles aufgebaut werden. Und zwar sofort. Nur um es danach wieder aufzuwerten. Die Frage ist jetzt, wo kriege ich jetzt am ehesten Gras her? Wahrscheinlich muss ich dafür einfach in den Dungeon gehen und da ein bisschen sammeln. So. Das Schöne ist, instant einfach wieder die ganze Zuneigung hochgedrückt bekommen. So. Haben wir hier ein ganzes Blumenfeld?
und ein Pilzfeld. Dann habe ich nämlich davon auch einmal ganz viel. Dann ganz viel Kacke hier rein. Und hier noch ein bisschen Kacke rein. Die nehme ich auch mal mit. So, packen wir da noch ein bisschen was drauf. Da noch ein bisschen was drauf. Da noch ein bisschen... Nee, war meint. Oh, ich habe kein Geld mehr. Ich habe mein ganzes Geld einfach hier gerade ausgegeben für die ganzen Sachen. Ups. Habe ich noch was zum Verkaufen? So, ich habe wieder ein bisschen Geld gemacht. So, und dann einmal bitte. So viel kann ich davon gar nicht aufwerten, sehe ich gerade. Und davon auch nicht. Mir fehlt das Geld. Aber das kann ich auf jeden Fall aufwerten. So. Vielleicht haben wir so jetzt noch mal ein bisschen mehr Beschäftigung für alle. Aber hier habe ich noch ein bisschen Gold bekommen. Wie viel da reingesteckt werden muss. Ich dachte nur eine. Oh, da war auch nichts mehr drin hier. Pflanz mal mehr davon an. Tja. Pflanz mal mehr davon an. So. Okay, ich kann wieder gehen. Nee, ich habe nicht an die Vogelscheuchen gedacht, aber ich glaube, ich habe eh kein Geld dafür, ne? Wobei doch, ich habe jetzt wieder Geld. Aber jetzt kann ich eben noch schnell mal... Ja, ich sehe schon, was da auch schon passiert. Die Felder verschieben. Um eine Vogelscheuche hinzubauen. Reicht das so? Wenn ich eine dahin mache. Und eine dahin. Dann sind... Die Felder alle abgedeckt. Und die deckt alle anderen Felder ab, ne? Ich denke mal. Vielleicht baue ich die eben schnell mal selber hin, die Vogelscheuchen. Einfach nonstop arbeiten lassen, hat keiner mehr Zeit für eine Revolte. Ja. Ach, die werden sich schon drum kümmern. Wir laufen jetzt zurück in den Dungeon. Zeit für Runde 3. So, mehr Herzen, mehr Angriffstempo, weniger Eifer und Bombe. Sind zwar jetzt nicht die coolsten Waffen, die ich bekommen habe, aber was soll's. Ich muss nur viel Gras abernten, weil wir viel Gras brauchen werden. Ja, so ein bisschen bekommen wir. Wo war ich jetzt, dem Dude in der Mitte? Was? Ich wurde getroffen? Was ist mir angetan? Ja, ich könnte... Ich habe ja, glaube ich, noch so ein paar von diesen Tränen. Die können immer noch eintauschen. Können wir gleich auch nochmal machen. So, give me all dem Gras. Oh ja, also wir haben wieder ein bisschen was zum Pflanzen. 2
kostet das pro Feld? Könnt ihr immerhin schon 8 Felder machen? Vielleicht reicht das ja für den Rest. Hallo? Ah, du bist es. Bitte tu uns nicht weh. Wir sind dem verrückten Soso gefolgt, aber hast du ihn in der Zeit gesehen? Ich schlage vor, du gehst ihn suchen, um zu erfahren, was aus ihm geworden ist. Okay. Wenn ich ihn zufällig über den Weg laufe. Oh, sorry. Ich wollte euch nicht. Nein, ich habe die getötet. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Ich wollte euch nur beklauen, nicht töten. Ups, I guess. Du willst den Leuten nur eben ihr Hab und Gut nehmen und nimmst denen aus Versehen auch das Leben auch gleich mit. Passiert. So, wie sieht's aus? Links könnte ich jemanden retten, aber ich müsste so oder so kämpfen. Hier kann ich mir jemanden kaufen. Ich könnte mir jemanden kaufen, jemanden retten und dann weitergehen. Da haben wir noch gleich Yongo und Gogo gleich mit. Ich muss ganz schön hungrig sein. Hier, geht aufs Haus. Ich liebe das Knacken ihrer kleinen Knochen. Oh, cool. Einfach gratis bekommen. Kann Gogo gut tanzen? Tja. Das werden wir dann sehen. Oh, hier gibt es heute Knochen. Und ein bisschen Geld. Von Diebstahl zu Mord ist es nicht weit. Nun. Wobei, bei Diebstahl klaut man ja nur. Wo man auch wirklich Gewalt anwendet, ist Raub. Los! Hab nicht gesehen, dass da einer aus dem Gebüsch gesprungen kam. Mal gucken, wie viele Leute wir überhaupt haben und überhaupt noch so viel brauchen. Ich glaube, so langsam können wir die auch einfach sterben lassen. So, kommen Sie mit. Naja, und mein Gras möchte ich mitnehmen. Oh, Sir Kai ist gestorben. Sad. Aber wir haben ja zum Glück noch genug Leute. Ich finde es immer schön. Ich sehe das im Endeffekt daran. Oh, die Leichenvolle ist. Leichenvolle? Fast. Die Leichenhalle ist voll. Ich sehe das im Endeffekt eigentlich immer nur daran, dass jemand gestorben ist, weil dann immer steht, ja, Pest hat jetzt Todesangst. Immer weil Pest so am Rummeckern ist. Leichenfalle. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Gehen wir da lang. Jetzt habe ich nicht den richtigen Weg genommen. Da hinten noch einer. Totenwächter. Und ein Schwert. Das Ding sieht cool aus. Hier ist mal mit. Ja, sieht schick aus. So, erstmal die Hingabe gesnackt. Die Sensen sind coole. Was? Ich hab nämlich genau weggesniped, hat der Sack. Sensen sind coole Waffen. Sie sehen stylisch aus. Ein Vampirschwert oder den Schwur der Krone? Eigentlich habe ich keinen Bock auf die Faust hier. Weg damit. Ich nehme lieber das Schwert. So,
noch ein gutes Stückchen schneller. Und vielleicht heile ich mich ja damit auch mal. Wenn ich hier schon ständig Schaden nehme. Von allen möglichen. Und hier ist auch der bessere Angriff drauf. Also der bessere, schwere Angriff. Was? Ich habe gar nicht gesehen, die kleinen Viecher. Ich wurde gerade von dem Stein erschlagen. Kann ich appreciaten.